Hermann Müller ist Coach und Kommunikationstrainer. Heute sprechen wir mit ihm über Leichtigkeit in der Führung. Herr Müller, Unternehmen neigen oft dazu, langjährige Fachkräfte irgendwann auch zu Führungskräften zu machen. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht plausibel, aber aus Ihrer Erfahrung heraus als Coach, ist das die optimale Strategie oder nicht so richtig? Jein. Warum jein? Jein, weil es kann schon funktionieren, wenn diese Top-Fachkraft, die dann auch langjährig da ist, auch zur Führungskraft wird, wenn diese Fachkraft wirklich auch ein Talent hat, Menschen mit Menschen gut umzugehen. Also so ein Menschenfreund ist. Wenn aber diese Fachkraft so richtig in der Tiefe des Faches drinsteckt, ne, und das Fachliche über alles liebt und da perfekt ist und Top-Leister ist, dann klappt das nicht. Weil diese Führungskraft wird dann früher oder später erkennen, ich habe nur Mitarbeiter, die haben kein Niveau. Schlimmer ausgedrückt, ich habe nur Deppen. Und so behandelt dann diese Führungskraft auch die Menschen. Und dann funktioniert das nicht. Ne? Also das heißt, als Führungskraft, wenn ich aus dem Fachlichen rauskomme, muss ich lernen, das loszulassen, es nicht mehr selber zu tun. Meine Mitarbeiter sind die Vielfältigkeit von meinen Händen. Und die das machen lassen, ne? Und die auch Erfahrung machen lassen und ihnen beistehen mit Tipps und Hinweisen, sodass sie wachsen können. Und das ist so schwer, sage ich Ihnen. Aber muss ich das in meinen Genen verankert haben oder kann ich es lernen, eine Führungskraft zu werden, wenn ich vorher eine Fachkraft war? Kann ich, wenn ich das will. Okay. Muss es entscheiden. Aber der Hinweis muss da sein. Von mir aus kann ich es manchmal nicht sehen. Der unternehmensinterne Karrierepfad von einer Fachkraft zum Teamleiter oder später natürlich auch Gruppenleiter, mittleres Management, wie auch das so weitergeht, ist nicht mehr ganz so beliebt, wie es früher mal war, ja, diese ganz klassische Karriereleiter. Viele Fachkräfte lehnen diese Beförderung auch stringent ab. Ja. Warum ist denn der Job des Team- oder Gruppenleiters, ja, wenn ich verantwortlich bin für ein paar Leute, aber eben nicht ganz oben in der Hierarchieebene, warum ist das so unbeliebt? Hat mehrere Aspekte. Einer ist, dass sie mittendrin stecken, ne? Zwischen Mitarbeiter, wo sie noch stark zugeordnet sind, und oberste Leitung. Und sie haben so eine Puffersituation. Die fordern was und die fordern auch was. Ne? Und dann sind sie natürlich als Teamleiter, haben sie immer zwei Rollen. Sie haben einmal die Rolle, weil sie oft noch mitarbeiten, des Mitarbeiters nach wie vor. Und dann haben sie die Rolle der Führungskraft. Und wann bin ich jetzt was? Ne? Das heißt, sie sind gefordert, ihre Persönlichkeit oder ihren Alltag zu teilen. Und das werden die oft allein gelassen. Das ist so herausfordernd, diese Zweiteilung, wie im Sport der Spielertrainer. Der Spielertrainer, nehmen wir mal die Handballmannschaft, Fußball geht auch, der Spielertrainer ist also Trainer und Spieler. Und wenn der Spielertrainer jetzt im Spiel mitspielt, dann kann er nicht Trainer sein auf dem Spielfeld, dann ist er Spieler und da kann er nicht Anweisungen geben an die Mitspieler als Trainer, weil dann kommt sofort die Rückmeldung, mach selber besser. Ne? Also wenn er Anweisungen geben muss, er rausgehen, muss jemand anderen rein und dann von außen kann er jetzt Trainer Anweisungen geben. Und das ist die große Herausforderung, diese Differenzierung zwischen Mitarbeiterposition und Führungsposition. Und die ist oft so, die Führungsposition ist vielleicht 10-20% im Alltag und das andere ist Mitarbeiter. Und diese Klarheit in der eigenen Rolle, die ist schon sehr herausfordernd. Und ja, da sind die oft alleingelassen. Ne? Die werden einfach reingeschmissen und ja. Mach mal. Ne? Das heißt, es ist generell eine undankbare Position, die ich aber mit Anleitung, mit Unterstützung und auch mit den richtigen Werkzeugen eigentlich ganz gut meistern kann, wenn mir jemand beiseite steht. Wenn ich Anleitung bekomme, wenn ich Trainings machen darf und Ausbildung machen darf, was das heißt, dann kann ich das gut meistern, weil dann habe ich ein Bewusstsein dazu. Und die meisten haben ja kein Bewusstsein dazu, weil sie werden einfach, willst du das machen? Ja, dann werden sie einfach da hineingeschmissen. Ne? Und dieses Selbstbewusstsein ist sowieso der Schlüssel für Führungskräfte. Und das muss ich natürlich anleiten. Das kann ich nicht einfach so per Zufall entstehen lassen. Es gibt Naturtalente, keine Frage, aber die muss ich auch finden. Was können denn Unternehmen konkret tun, um Führungspositionen im
mittleren Management attraktiver zu machen, die Mitarbeiter natürlich auch zu unterstützen und vielleicht auch diesen Druck auf dieser speziellen Hierarchieebene ein bisschen rauszunehmen? Ja, also was da ganz wichtig ist, dass diese Führungskräfte eine Befugnis haben. Das heißt, ich muss in sie Vertrauen setzen und ihnen Befugnis geben, und dass sie etwas entscheiden dürfen. Weil die Hauptentscheidung, die die ja fällen dürfen tagtäglich, ist die Anforderung, der Druck vom Kunden über die Geschäftsleitung, der kommt, dass sie den aufnehmen, portionieren, verteilen und dann dosiert an die Mitarbeiter weitergeben und nicht einfach nur durchleiten. Und wenn ich da nicht ausbilde, wenn ich da keine Informationen gebe über Techniken, Werkzeuge, wie das funktioniert, wie das zu machen ist, dann ist diese Position überfordert. Ja, dann nehmen die das und sagen, okay, wir müssen. Und eine Muss-Sprache erzeugt immer Widerstände. Das ist so in der Kommunikation ein Klassiker. Wenn Sie sagen, muss, ich muss gar nichts. Und erzeugt immer einen Widerstand. Das ist mal mehr, mal weniger, aber das ist einfach wichtig, das zu lernen und damit gut umzugehen. Wenn wir ein modernes Unternehmen uns anschauen, die auch nach einem modernen New Work arbeiten, dann ist es ja so, dass diese Arbeitsorganisationen, auch diese moderne Unternehmenskommunikation weniger eben auf diese Anweisungen setzt, wo ich sage, okay, du musst, wie Sie es gerade gesagt haben, dies und das machen, sondern dass es eher so Zielvereinbarungen gibt und wenn ich das so sagen kann, vielleicht auch ein Delegieren, was aber effektiver ist, weil man gemeinsam an etwas arbeitet. Warum ist diese Herangehensweise erfolgreicher? Warum bringt es mehr, wenn ich wirklich alle in die Verantwortung ziehe und sage, okay, wir haben ein gemeinsames Ziel, daran müssen wir arbeiten, als wenn ich sage, Mitarbeiter A, du erfüllst das, Mitarbeiter B, du erfüllst das und ich behalte mein Ziel für mich als Führungskraft und gebe das gar nicht so weiter? Ja, das ist, wenn ich das verändere, dann bekomme ich Mitarbeiter, die halt wirklich eigeninitiativ sind, eigenverantwortlich und zuverlässig sind. Mhm. Und wie komme ich dahin? Indem ich einfach den hierarchischen Führungsstil wegnehme. Und ich habe das erlebt in einem Unternehmen, da war ein Generationswechsel und der Senior war ein klassischer Patriarch. Die Mitarbeiter durften immer zu ihm kommen und er hat immer alle behütet und beschützt. Und mit allen Kleinigkeiten hat er immer geholfen und die Mitarbeiter waren so glücklich mit ihrem Patriarch. Ne? Dann ist er in Ruhestand, ist verstorben und der Junior hat es übernommen. Und der Junior war anders. Ne? Der wollte zwar auch sein wie der Patriarch, aber war nicht so von seinem Naturell her. Und hat dann gefühlt von den Mitarbeitern nichts entschieden. Und dann sind die Mitarbeiter geschwommen, ne? Weil sie hatten vorher, waren sie Marionetten, die hatten da so ihre Stricke, ne? Und der Senior hat dann immer entsprechend gezogen. Und dann haben sie sich sicher gefühlt. Und jetzt hat er immer die Dinge abgeschnitten, ne? Und dann haben sie gesagt, was ist das? Und das war ein Prozess von 3 bis 4 Jahren hat es gedauert, den ich da begleiten durfte, dass die Mitarbeiter gelernt haben, eigenverantwortlich zu sein. Und der Chef gelernt hat, Chef zu sein. Und das ist so herausfordernd, diese Dinge. Und das hat nicht immer nur was mit Mitarbeitern zu tun, sondern es ist immer eine Verbindung zwischen Führungsstil, Führungsart und Weise und Mitarbeitern und was wir gewohnt sind. Ja. Weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere ohne Ende. So 95% ist unsere Gewohnheit, das lieben wir. Großer Punkt, wie Sie es gerade sagen. Und wenn das Unternehmen schon immer so gelaufen ist, ist es natürlich auch ein unglaublicher Druck von dem Junior, eigentlich so Copy-Paste zu machen, weil funktioniert hat, aber eigentlich ist er gar nicht... Ja, wurde nicht akzeptiert, weil er halt nicht der Senior war. Ne? Und alle haben dem Senior nachgewandt. Ja. Na gut, aber ich hoffe, jetzt ist alles wieder... Alles gut, so alles sein. Gut, Sie haben gelernt. Eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen und gute Kommunikation auch zu verbessern, ist natürlich auch ein Produkt von dem ganzen Team, ja? Nicht nur von einzelnen Personen. Was sind denn Merkmale von gut funktionierenden Teams oder gut funktionierenden Einheiten? Ich mache das recht simpel daran fest, wie oft die sich treffen und miteinander reden. Mhm. Also ich frage immer häufig, wenn ich in so ein Unternehmen reinkomme oder gerufen werde, wie oft habt ihr denn Sitzungen? Wie oft redet ihr? Und dann höre ich oft, ja, einmal im Monat oder per E-Mail oder beim Telefon. Ja, wann setzt ihr euch zusammen? Ja, eigentlich gar nicht.
Und das ist so für mich der Indikator, weil wirkliche Teams und wirkliche Zusammenarbeit funktioniert nur dann, wenn ich so quasi täglich mit meinem direkten, also im Prozess mit der vor- und nachgelagerten Gruppe mich bespreche. Und zwar ist nicht Diskussionen führen über Problemlösung, sondern wirklich nur Informationsaustausch. Was ist gelaufen? Was steht heute an? Und wie ist der Plan für morgen? Und das dauert auch nicht lang. So ein Meeting darf maximal 15 Minuten dauern. Und wenn das aber, und das muss regelmäßig passieren, je nachdem, um welches Geschäft es geht, oder welches Business, dann kann das schon mal auch im Wochenrhythmus sein, aber eher selten. Klassisch ist wirklich täglich und nur 15 Minuten und damit auch streng sein, dass wir, und nicht diskutieren, das ist der entscheidende Punkt. Und das ist so meine spannende Frage am Anfang. Und wenn ich da höre, nö, dann sage ich, Macht das für Sie einen Unterschied, ob man das live macht oder online, oder spielt das keine Rolle? Das spielt eigentlich keine Rolle. Online ist ein bisschen die Herausforderung heutzutage, weil viele sind im Online, im Homeoffice. Und da müssen wir halt lernen, dass wir uns auch im Online diese Zeit nehmen des Smalltalks. Also auch bei den 15 Minuten zum Start, ein, zwei Minuten Smalltalk, wo wir einfach plaudern und so einfach uns persönlich. Die Kaffeeküche. Ja, ja, ja. Und wenn ich, und das muss ich auch im Online machen und dann kommt es geschäftlich und dann läuft es auch gut. Welche Arbeitsformen gibt es denn in modernen Teams? Weil Sie haben ja so viel Einsicht in unterschiedliche Unternehmen. Ja, das ist auch so eine Herausforderung. Es gibt im Grunde zwei Arbeitsformen, wie Teams miteinander arbeiten können. Und zwar ist es wirklich klassische Teamarbeit. Das ist daran zu erkennen, dass die Mitarbeiter als Team zusammenkommen und gleichzeitig an der Aufgabe arbeiten und etwas abliefern. Ja, das kann schon unterbrochen sein, aber die kommen immer zusammen und arbeiten gleichzeitig an der Aufgabe und liefern dann auch ein abgestimmtes Ergebnis ab. Und die andere Form ist die Kooperation. Da kommen die auch zusammen. Und dann praktizieren sie zwar auch in diesem Zusammenkommen eine Teamarbeit, aber da zerlegen sie nur die Aufgabe in Portionen und jeder nimmt seine Portion und geht dann zurück in seinen Bereich, bearbeitet diese Portion und liefert es dann in die Lösung hinein. Und das nenne ich immer Puzzlespielen. Mhm. Weil manchmal bleibt ein Puzzlestück über, das keiner haben möchte. Oder sie haben sich nicht abgestimmt, na, zwischen den einzelnen Spielen, dann passen die nicht, müssen sie nochmal rein. Und das passiert beim echten Teamarbeit nicht, weil sie konkret an der Sache arbeiten. Aber in der Realität sind beide Formen immer da. Tendenz eher mehr zu Kooperation mit ab und zu mit Teamwork, mit echter Teamwork. Und das in Richtung Teamwork zu bringen, das ist schon herausfordernd. Das ist aktuell natürlich, oder was man heute sehr viel hört, dieses agile Führen. Im agilen Führen mache ich auch kurze Rhythmen, was wir vorhin hatten, um letztendlich immer wieder abzustimmen, um wieder in diesem Teamwork möglichst eng, möglichst nah, schnell reaktiv dran zu sein, um so quasi eine Kontinuität in dem Teamwork hinzukriegen. Das ist so der goldene Schlüssel. Okay, sehr spannend. Herr Müller, schön, dass Sie heute bei uns waren. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten unseren Zuschauerinnen auch ein kleines bisschen Inspiration geben. Schauen wir mal, ich denke schon. Danke.